Hi meine Süßen, ich bin's wieder, eure Jenny from the Block und ich habe heute ein kleines Thema zur Freundschaft für euch vorbereitet, denn die Freundschaft ist etwas sehr Schwieriges manchmal. Ich bin ein Mensch, der nicht so viele Freunde hat und ich bin auch ein Befürworter von wenigen Freunden, denn der Informationsfluss ist dann ein etwas geringerer. Freunde sind... Das Positive an wenigen Freunden ist einfach die Konzentration auf vielleicht drei Menschen oder vier Menschen, die einem wichtig sind. Im gleichen Gegenzug hat man auch die Möglichkeit zu sehen, wer denn für einen wirklich da ist. Und wenn dann mal irgendwie ein Gerüchtchen brodelt, weiß man auch eigentlich relativ genau, von wem es denn kam, wenn man wenige Leute um sich herum hat. Und es ist doch auch einfacher, drei Leute zu unterhalten, als 30 Leute zu unterhalten. Wir werden gleich einmal über die Freundschaften sprechen und was eine Freundschaft bedeutet und was man machen kann, um seine Freundschaften zu wahren und wie man sich richtige Freunde aussuchen kann. Es ist nämlich ein ganz schwieriges Dilemma. Aber bevor ich jetzt weiter loslege, möchte ich euch nochmal eine ganz freudige Mitteilung machen. Und zwar, ich werde jetzt die nächsten 10 Wochen, ja, sage und schreibe 10 Wochen, zu jedem Mittwoch, Gott, bitte mach, dass ich das auch wirklich durchziehe. Denn ich weiß nicht so genau, ob ich das auch... Nein, ich werde mich bemühen darum, dass ich das auch wirklich durchziehe. Denn ihr kennt mich, manchmal lasse ich ja mal eine Woche ausfallen. Und ich möchte halt jetzt keine Woche ausfallen. Also ich möchte wirklich sage und schreibe 10 Wochen damit aufwenden, euch 10 Tipps zum Abnehmen, zum Fitsein, zum gesünder Leben, zum besser Leben zu geben. Dieses hat jetzt erstmal nichts mit unserer Motivation zu tun, die am Sonntag kommt, denn Sonntag ist Motivation Sunday. Heißt, ich werde den Sonntag damit aufwenden, meistens bevor ich in die Kirche gehe, ein schönes Video zur Motivation abzudrehen, um es euch dann zu zeigen und hoffentlich auch immer so am Sonntag bis 12 Uhr gepostet. Das mache ich jetzt für euch, denn das Thema ist sehr wichtig für sehr viele von euch und ich merke immer wieder, dass da ganz viele Fragen aufkommen und dass da ganz viel Anregung passiert. Wo auch immer man sich aufhält, macht man Freunde. Aber für mich ist ein Freund, der mitdenkt. Jemand, der wirklich mitdenkt. Jemand, der weiß, wer man ist. Und jemand, der wirklich mit einem ist. Man hat nun mal die Angewohnheit, Fehler zu machen. Und jeder Mensch von uns macht Fehler. Also, eine Faustregel zur Freundschaft ist Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, wirklich aufrichtig sagen, was los ist, was Sache ist und das in Liebe. Also sich nicht anschreien und anschnauzen, wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders, solche Dinge können passieren, aber man muss es versuchen zu vermeiden, man muss versuchen in Liebe die Dinge auszudrücken. Ja, der Klügere gibt nach und der wirklich klug ist, wird auf den Freund zugehen und auf den eingehen und dann muss sozusagen der Gegenpart auch mal auf den Menschen zukommen. Da muss man auch draus lernen, weil das besteht ja alles aus Liebe. Man ist sich ja zu nichts verpflichtet. Ja? Und das ist einfach mein Tipp an euch, dass ihr da einfach schaut, dass ihr wirklich ehrlich und aufrichtig seid. Wenn ihr euch fragt, was ich heute für eine Frisur rocke, ihr wisst ja, mein Name ist Smart Hair Art und Jenny from the Block. Ich verkaufe unbehandeltes brasilianisches sowohl als auch indisches Echthaar. Ihr könnt es bei mir bestellen unter info@smarthairart.com. Mir folgen zum Thema Outfits, Philosophie, Beratung und sonstigem. Gerne Instagram, hier einmal folgen. Und dann habe ich auch noch Facebook mit I am Jenny from the Block. Das seht ihr hier einmal. Pass auf, das sind jetzt meine echten Haare. Ich gebe meinem Haar jetzt gerade eine Weave-Pause. Zum Weave werde ich euch auch nochmal einige Details geben und euch einiges benennen. Der Weave ist sozusagen die Extensions und ist die Technik, wie meine Extensions angebracht sind. So, das ist jetzt erstmal mein Haar. Und mein Haar wächst und gedeiht hier jetzt erstmal so mit. Und mein Haar macht jetzt auch erstmal eine ganz kleine Pause, nämlich eine Woche. Und danach gibt es wieder Weave und richtig walla walla und richtig lang. Also viele von euch werden sich fragen, ja, wieso trägst du nicht deine eigenen Haare? Ich finde meine eigenen Haare super. Wie ihr seht, trage ich sie jetzt auch. Aber das Problem ist, das Pflegen meiner eigenen Haare ist etwas sehr, sehr heftig. Also die Zeit habe ich ehrlich gesagt nicht. Und das Problem ist auch bei meinen eigenen Haaren, dass bei dem Wetter und bei dem Wetterumschwung und bei dem ganzen vielen Kalk im Wasser meine Haare kaputt gehen. Mit dem Weave fahre ich viel besser und der Weave schützt mein Haar und trägt dazu bei, dass meine Haare wundervoll wachsen. Wichtig im Leben, selbst in der Bibel steht geschrieben, it's not good for man to be alone. Ich muss sagen, ich hatte ganz, ganz lange Alone-Phasen. Ich war so ein richtiger Loner.
aber mir war nicht langweilig und ich habe die Zeit genutzt, trotzdem konstruktiv zu sein, zum Sport zu gehen, abzunehmen, fit zu sein, meinen Blog zu machen, zu posten, meine E-Mails zu machen. Versteht ihr? Ich habe immer zu tun. Und selbst wenn nicht so viele Leute in meinem Leben sind, schaffe ich es einfach, die Langeweile zu vertreiben. Und irgendwie sind dann doch Leute um einen herum, selbst wenn es Kunden sind, die an den Tag versüßen oder meine Familie. Aber Freunde, merke ich, sind wichtig. Und der Support, den man braucht und auch gerne gibt, zu empfangen, das ist einfach ein richtig schönes Gefühl, wenn man Menschen um sich herum hat, die an einen denken und die das sehen, was man macht und die nicht hinterhältig sind und eigensinnig, sondern auch mal irgendwie was machen, um einem zu helfen. Und es ist auch wichtig, dass man Menschen hat um sich herum, mit denen man die schönen Momente teilt, wo man sagt, hey, kannst du dich erinnern, vor 10 Jahren sind wir zusammen spazieren gegangen. Und zu dem Thema möchte ich euch auch unbedingt was erzählen. Jetzt mal ganz kurz, damit das Video nicht zu lang ist. Der kurze Sinn, ich war wie gesagt in Köln und habe dann gesagt, okay, ich bin jetzt eigentlich auch hier, um meine Freundin zu sehen, die Musical spielt. Denn meine Freundin Jessica Mears, die ihr jetzt hier seht auf diesem Foto mit ihr, die singt sang für Dirty Dancing und ist ganz bekannt als Sängerin für den König der Löwen. Und ich kenne Jessica ganz lang. Jessica ist meine Schwester. Ich nenne sie immer meine Sister, weil wir uns sehr ähnlich sind. Und ich habe Jessica Mears besucht und mit ihr zusammen gewohnt und wir hatten die beste Zeit unseres Lebens. Also ich habe ganz viele liebe Menschen getroffen in Köln und bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr manchmal ein bisschen warten musstet hier und da, aber dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mich zu sehen. Okay, also Dirty Dancing. Meine Freundin Jessica Mears hat eine super, super, super Show hingelegt. Disha, eine andere Freundin von uns, war dabei. Hier seht ihr auch ein Foto von Disha und mir in unserem Outfit. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, werdet ihr es morgen übermorgen auf meinem Blog sehen. Es war so, 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 so toll. Und ich werde euch jetzt einmal ganz kurz ein Video abspielen. Mats ab. So, let me introduce to you the fine three. Ich hoffe, ihr versteht, was wir meinen. Wir haben so viel Quatsch gemacht, aber hier seht ihr einfach mal so eine kleine Momentaufnahme von unserem Spaß, den wir hatten. Wir waren 3 Girls, die einfach Künstler waren und wir sind durch die Kölner Straßen gezogen und haben die Sache unsicher gemacht. Das war richtig, richtig cool. So, ich meine, das war richtig, richtig nice. So, das ist das Video. Und wie gesagt, mehr dazu auf meinem Blog. Und dann war ich gestern. Das war toll. Da war ich mit der Baha. Baha kennt ihr vielleicht noch von Monrose. Die bringt übrigens ganz bald ein tolles Album raus und da kommt ganz, ganz viel. Aber, kleine Schleichwerbung am Rande. Mit der Baha war ich in St. Peter-Ording und mit der Esra. Und dann haben wir getroffen den Patrice, den ihr auch kennt, von MTV vielleicht noch. Und wir haben ja so viel gelacht. Wir haben so viel gelacht. Es war so eine tolle Zusammenkunft. St. Peter-Ording ist ja manchmal so ein bisschen... Wenn ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen bougie, ein bisschen High Heels, ein bisschen... Ja, wir gehören zur gehobeneren Gesellschaft. Aber wir haben da unser eigenes Ding draus gemacht. Denn wir alle kommen aus humble beginnings, aus einfachen... Ja, wir sind einfach aufgewachsen, ne? Zum Teil im Ghetto, zum Teil in simplen Verhältnissen und haben uns dann irgendwann unser Leben aufgebaut. Und hier seht ihr einmal den Patrice. Der ist so witzig. Ich habe mich totgelacht über diesen jungen Mann. Guckt euch dieses Turn Video down an. For what? For water. Hallo? So, wo sind wir jetzt gerade? St. Peter-Ording, das ist so der Ort, halt so, weißt du, wo die ganze Low Society so abhängt. Und so, weißt du, weil du kannst in 2 Stunden von Hamburg bist du gleich hier am Start und so. Gerade als Berliner und so. Ganz geil, aber ich hab die Mädels richtig ausgeführt hier. 3 € pro Person, Alter. 12 Ort, Alter. Oh mein Gott. Einfach so bar bezahlt. Cash. Cash. Ja, kriegst du wieder. Nur bar. Ist auf jeden Fall bar, Baby. Nur bar. Hi, Baha. Hallo. Oh, Alter, passt nicht hier. Okay, Leute, wir sind am Strand und ihr mal nicht. Tschüss. Einfach nur genial. Es war eine super Runde. Ich hoffe, wir wiederholen das bald. Patrice, Baha, bitte bald nochmal wiederholen. Es war so schön mit euch. Also, meine lieben Leute, ich bin ja nach Köln gefahren mit dem HKX. Der HKX, der kann nix. Das sage ich euch jetzt einmal so. Ich habe anstatt 4 Stunden zu fahren, 9 Stunden im HKX gebraucht, um nach Köln zu kommen. Super, super Fail. Das war Nummer 1. Nummer 2
Ich habe mich gestern, bevor ich nach St. Peter-Ording gefahren bin, mit meinem Laugenstab verbrannt. Ja, das tut weh. Ist nicht unbedingt hübsch, aber egal. So ist das Leben eben. Ich werde es überleben. Dann die Nummer 3. Leute, Frauen und ihre Schuhe. Ich war ja gestern in St. Peter-Ording. Wir sind dann am Strand spazieren gegangen. Ihr habt ja das Video gesehen. Es ist ja voll am Strand, ja? Als wir spazieren gingen, haben wir in unsere Goodie-Bags, die wir bekamen. Ich habe hier so eine ganz kleine Goodie-Bag. Die war nämlich im VIP-Shuttle. Die hat uns der Fahrer überreicht. Mir, der Baha und der Esra. Das ist unsere Goodie-Bag gewesen. Und hier ist irgendwie ein Mauspad drin. Richtig geil. So eine geile Sonnenbrille. Hier. Ich habe noch meine Schuhe in der Hand. So sieht's aus. Das ist die Sonnenbrille. Voll cool. Dann ein Prospekt. Dann eine Flasche Wasser. Dann, was ist das denn? Easy Beats, Wave Music. Naja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ja ganz gut. Gästekarte, eine Gästekarte fürs Alzerhaus 10%. Ja, das ist ja mal geil. Das finde ich ja mal schön. Also Alzerhaus 10%. Und ja, das war's dann, glaube ich, auch schon. Was ist das denn? Wave Music Groove Couture. Egal, kurz zu den schlechten Sachen. Das waren jetzt noch die guten Sachen, die schlechten Sachen. Ich habe meinen Schuh am Strand verloren. So, dann bin ich zurückgekommen zu dem Ereignis. Wir waren am Strand spazieren, haben da unseren tollen Urlaubsflair gehabt. Und da ist mir der Schuh rausgefallen aus meiner Goodiebag. Und dann hat irgendjemand meinen Schuh auf eine Bank gestellt. Und stellt euch vor, ich bin auf diesem luxuriösen Event barfuß. Ja? Ich musste da barfuß auflaufen. Und jeder Zweite fragte mich, wieso hast du keine Schuhe an? Wo ist denn dein Schuh hin? Und ich habe mich so dermaßen darüber aufgeregt, dass mir der Schuh fehlte. Aber das Leben ist ja jetzt nicht zu Ende. Ne? Menschen hungern auf der Welt, es gibt Kriege, ganz ehrlich, es gibt echt schlimmere Dinge, über die man sich Sorgen machen muss. Aber kennt ihr das? Man hat auf jeden Fall trotzdem Herzschmerz, weil das irgendwie so der Schuh ist und der ist einfach mal grün und ist so schön. Ich liebe den, das ist einer meiner Lieblingsschuhe und ich weiß nicht, vielleicht werde ich auch nochmal weinen, aber es ist doch dumm zu weinen um den Schuh. Es ist einfach mein Lieblingsschuh. Ich komme mir gerade vor wie Carrie aus Sex in the City, ganz ehrlich. Der Schuh ist weg. Also bitte, liebe YouTuber, wenn ihr diesen Schuh habt in Größe 37, irgendjemand von euch, bitte verkauft ihn mir. Schreibt mir über info@smartair.com. Wenn ihr den im Internet irgendwie finden solltet, bitte schickt mir den Link. Helft mir bitte dabei, diesen tollen Zara-Schuh. Das, so sieht er von innen aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der ist halt voll aus Leder und voll grün und den gibt's halt so nicht mehr. Ich fang gleich echt an zu weinen. Naja, jedenfalls brauche ich den wieder. Ich will nicht weinen. Wie gesagt, es gibt Schlimmeres im Leben. Ich liebe euch über alles. Die 10 Tipps werden kommen. Meine Haare werden bis dahin bestimmt wieder gemacht sein. Aber ich genieße das jetzt einfach mal mit meinem schönen Abdu und meiner coolen, natürlichen Frisur. So, und dann gibt es auch zum Freitag hin nochmal ein Primark. Ein Primark Köln Lookbook vielleicht, aber auf jeden Fall ein Haul. Da werde ich euch updaten über meine tollen Einkäufe. Unter anderem auch über dieses Bandana-T-Shirt. Jawohl. Und ich freue mich auf euch. Auf ganz bald. Eure Jenny from the Block. Checkt meinen Blog aus, jennyfromtheblock.tv. Und ich liebe euch über alles auf dieser ganzen Erde. Ihr seid die Besten und zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Du bist meine Freundin und ich sag dir, wer du bist. Ich bin deine Freundin und ich sag dir, wer du bist. Oh, ist das Psycho. Ich liebe euch. Eure Jenny und ihr seid schön, wie ihr seid. Ihr wisst es. Bye bye. Sticks and stones may break my bones. No way! Talking loud, not saying much. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. I am Chalet for what? Chalet! Chalet! Chalet!